Bastitsch für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bei der Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds soll die Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina unterstützen. Denn so die Begründung, Zitat, ethnische Spaltung zwischen Bosniaken und bosnischen Kroaten auf der einen und bosnischen Serben auf der anderen Seite sind allgegenwärtig. Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen sich schon fragen lassen, ob das nicht ziemlich heuchlerisch ist. 10 Jahre lang hat sich Deutschland aus guten Gründen nicht an dieser Mission beteiligt und ist eben erst vergangenes Jahr wieder dort eingestiegen. Weshalb es wohl wurde doch hier offen gesagt, es geht Ihnen gar nicht um die Menschen, sondern geopolitische und wirtschaftliche Einflusssphären, vor allem gegen Russland und China, zu sichern. Und Ihr Verständnis der sogenannten wertebasierten Außenpolitik und Demokratie spricht wirklich Bände. Der Deutsche, sich seit 2021 im Amt befindliche Hoher Repräsentant Christian Schmidt ist doch derjenige, der für massive Unruhen und Spaltung zwischen den Ethnien in Bosnien selbst sorgt. Sein Amt ist erst nach dem Daytoner Abkommen überhaupt geschaffen worden. Die Menschen in Bosnien haben keinerlei demokratische Kontrolle über ihn und keine Rechte, während er selbst in Kolonialherrenart über sie schalten und walten kann. Ein völlig undemokratisches Konstrukt, das der Wertewesten Bosnien übergestülpt hat. Und dessen Absurdität Politiker wie Sie, Herr Ahmetovic von der SPD, mittlerweile wirklich auf die Spitze treiben. Wenn Sie fordern, einen gewählten Präsidenten wie den der Republika Srpska Dodik einfach mal eben abzusetzen. Nicht, dass wir Linken für ihn Sympathien hegen würden, aber den Sturz eines gewählten Präsidenten vom warmen deutschen Sessel aus einzufordern, ist nicht nur verantwortungslos und Mühlen auf die Wasser von Rechten, sondern zeigt auch ihr Demokratieverständnis. Der Hohe Repräsentant ist mit völlig absurden Sondervollmachten ausgestattet. Er darf gewählte Politiker entlassen und Gesetze erlassen. Im vergangenen Jahr gab er, während noch die Wahlurnen ausgezählt wurden, bekannt, die Wahlgesetze ändern zu wollen. Hat etwa dem Wertewesten das zu erwartende Wahlergebnis nicht gepasst? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Meine Damen und Herren, erst im Februar hat eine Gruppe ehemaliger Diplomaten und Balkanexperten in einem Brief an den Auswärtigen Ausschuss die Absetzung Schmidts gefordert. Die Begründung, er fördere nationalistische Kräfte und füge dem Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina und der Republika nachhaltigen Schaden zu, dem schließen wir uns Linken ausdrücklich an. Die vorhandenen Probleme in Bosnien sind ohne Frage da, aber die lassen sich weder durch diesen Repräsentanten noch durch das deutsche Militär lösen. Die Linke lehnt diesen Einsatz ab.